Genug sagen. So, heute geht es weiter mit unserer Wake-up-Reihe, also aufrüttelnd. Ich darf anknüpfen an den Nico letzte Woche. Das war genial, Nico, wirklich, fand ich mega gut. er hat über die Sümpfe des Lebens gepredigt. Das hat sich bei mir wirklich eingebrannt, also das Wort, ganz klar. So die großen Fallen, die uns bedrohen in unserer Nachfolge Jesu. Ja. Und er hat auch dabei eine Falle genannt, die Hamsterrad heißt. Fand ich gut, ja, das hat ganz gut gepasst für mich. Heute gehen wir da tiefer drauf ein. Ich fand es auch gut, dass er das als große Gefahr sieht, dieses ständige Beschäftigtsein. Wir kommen gleich noch dazu, was es genau bedeutet. So sehe ich es nämlich auch. Ja, ganz klar. Und als ich die Themen sah, habe ich mich sofort auf dieses Hamsterrad gestürzt, weil ich zu dem Zeitpunkt selber in einem Hamsterrad war oder teilweise noch bin. Das passiert halt nun mal auch. Das heißt, ich kenne mich auch ein bisschen damit aus. Ist ja ganz praktisch, sage ich mal so. Aber bevor wir weitermachen, würde ich das Hamsterrad gern erklären. Das wird dann hier gleich gezeigt, wie das aussieht. Vielleicht. Ja, es läuft gleich. Also ich fange schon mal einfach an. Ihr könnt es euch vorstellen, ein Hamster im Hamsterrad ist, glaube ich, bekannt. Der Hamster lebt normalerweise im Käfig, braucht Auslauf. Ja. Ich erkläre es ein bisschen technisch. Genau, das ist ja schon mit dem Mensch dargestellt. Ja. Der Hamster im Prinzip, er wandelt sein körperliches Energiepotenzial in rotatorische Energie um, dadurch in eine Rotationsbewegung. Durch die Fixierung natürlich des Hamsterrads kann er diese Energie nicht in kinetische Energie umwandeln. Es kommt nicht zu einer translatorischen Bewegung. Ja, muss man auch mal rauslassen ein bisschen. Ja? Also auf Deutsch gesagt, er bleibt, wo er ist. Er kommt nicht fort. So, das Bild haben wir verstanden. Und die erste Regel ist, das Hamsterrad ist nur für den Hamster gut. Ja? Also wenn wir im Hamsterrad sind, dann bedeutet es was Schlechtes. Ja. Es ist kein Laufband oder so, sondern es bedeutet ein Getriebensein. Ich arbeite immer vor mich hin. Ich mach und rödel. Und egal wie schnell ich mache und wie stark und wie sehr ich mich reinhänge, ich komme nicht voran. Ja. Ich bleibe da. Es stellt sich ein Automatismus ein. Ich werde fremdgesteuert. Ich habe nicht mehr selber die Wahl, was ich eigentlich machen will, sondern lasse mich nur treiben. Ich komme da auch nicht so leicht raus, weil es ja immer in diesem gleichen Rad ist. Und das Ganze wird zu so einer Monotonie. Und dabei finde ich wichtig zu sagen, es geht hier nicht nur um den Job. Ja, so das Typische, dass man das in seiner Karriere hat. Oder zum Beispiel, wenn man Kinder hat oder so. Ja, das sind natürlich Dinge, die kann man teilweise schlecht ändern. Also Job kann man kündigen. Kinder sind halt erstmal da. Die werden größer und gehen irgendwann, ziehen die vielleicht aus. Ja. Oder es verändert, ist alles nur eine Phase oder so. Ja. Es gibt natürlich aber auch andere Dinge, die uns beschäftigt halten, wie natürlich zum Beispiel unser liebes Smartphone oder On-Demand-Dienste, Fernsehen und so weiter, alles mögliche, Netflix etc. Und dieses Beschäftigtsein, das hält uns so auf Trab und ich halte das für eine ganz große Gefahr. Erstmal, kennt ihr das? Ist das Gefühl bekannt so? Ich gucke mal so ein bisschen in die Runde, vielleicht kommen wir mal. Ja. Ich sehe jetzt hier so ein Kopfnicken, das nehme ich jetzt mal als positiv wahr. Das ist gut, ja, sehr gut, dann wissen wir Bescheid. Und ich halte das für eine große Gefahr der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wie es damals zu biblischen Zeiten war, da hat man vielleicht noch nicht so viel Ablenkung gehabt, wenn man da abends in seiner Hütte gehockt ist, sage ich mal so. Es ist, glaube ich, was die moderne Zeit einfach auch ausmacht. Trotzdem können wir eine Situation beobachten und das ist im zweiten Buch Mose. Es fängt also an, wir begeben uns mal zurück in die Zeit, als das Volk Israel noch in Ägypten war, als Sklaven, schon hunderte von Jahren. Und ihr kennt die Geschichte von Mose, der letztendlich das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Aber zuerst erhielt er den Auftrag, zum Pharao zu gehen und das Volk quasi für 3 Tage hat er gefragt, darf ich mein Volk 3 Tage in die Wüste führen? Wir wollen Gott anbeten und wir wollen ihm Opfer darbringen. 3 Tage. Der Pharao fand es nicht so lustig und hat dann eben folgendermaßen reagiert, das könnt ihr hier lesen. Also er gab quasi den Antreibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk keinen Strom mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen.
Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Ja, ich glaube, die Geschichte kennen wir irgendwie alle, aber mir ist noch nie so aufgefallen, was der Pharao hier eigentlich sagt. Ja, seine Strategie ist quasi einfach, den Volk Israel, die eh schon versklavt sind, noch mehr Arbeit zu geben. Also ich gehe jetzt nicht auf diese Ziegelmanufaktur ein, ja, oder wie das genau aussieht. Der Prozess wird verlangsamt, es werden genauso viel Ziegel produziert, aber die Israeliten haben viel mehr zu tun, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Und es ist derselbe Mechanismus. Und ich finde auch interessant, der Pharao hätte ja sagen können, ja, 3 Tage ist ja mal okay, vielleicht kann man ja mal auch gutherzig sein. Die sollen einfach vorher mehr Ziegel machen, dann können sie es ja dann wieder ausgleichen. Aber ich glaube was anderes, ich glaube der Pharao hatte Angst, dass das Volk, wenn es mal die Freiheit hat und diese Freizeit auch, ja, 3 Tage, und sich mit seinem Gott beschäftigt, dass das Volk plötzlich eine ganz neue Vision bekommt, dass es eine Hoffnung bekommt. Ja, und dann ist es natürlich schlecht, dann könnte es natürlich zu einem Aufstand kommen, ja, wenn dem Volk klar wird, dass es nicht zur Sklaverei berufen ist, auf Deutsch gesagt. Und diese Angst treibt den Pharao um, so denke ich. Und ich glaube, das ist genau der Mechanismus, der auch heute noch existiert. Nämlich beschäftigt sein und immer dieses Treiben lassen und ich komme gar nicht mehr so richtig zur Ruhe, das hält uns eben davon ab, eine Vision zu entwickeln für uns selber, eine Vision, wo Gott mit uns hin will und eben die Gemeinschaft überhaupt mit Gott zu haben. Wir haben gar nicht mehr die Zeit oder nehmen uns nicht mehr die Zeit, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Wir hören seine Stimme nicht mehr. Es bleibt alles so auf demselben Niveau. Und einer natürlich, der freut sich darüber und das ist der Teufel, ganz klar. Weil in dem Augenblick, wo wir nicht in der Gemeinschaft mit dem Herrn sind, weil wir zu beschäftigt sind, sind wir auch keine Gefahr für ihn, weil wir keine Frucht bringen können für das Reich Gottes. Ja, wir haben ja gar keine Nähe zu Gott, wie soll das gehen? Und das ist was, was unser Feind gerne möchte, nämlich dass wir uns schön mal um uns selber drehen, anstatt uns zu Gott hinzudrehen. Weil dann könnten wir ja geistlich wachsen. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Gefahr, dieses Beschäftigtsein, was wir alle irgendwo kennen, vielleicht nur phasenweise, vielleicht aber länger, dass wir eben uns nicht Gott nahen, sondern irgendwo verharren. Die Frage ist natürlich immer, warum tun wir das überhaupt? Ja? Also warum, wenn wir doch errettete Kinder Gottes sind, durch Jesus Christus, durch das Blut reingewaschen, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben, wieso passiert uns dann trotzdem, wieso geraten wir in solche Situationen? Und Paulus liefert da im Galaterbrief die Erklärung, die für viele Sachen gilt, aber auch für dieses Thema, steht in Galater 5,16, werdet ihr gleich noch sehen. Da steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, jetzt seht ihr das auch. Und ich habe es ja nochmal fett markiert und ich habe auch noch eine kleine Illustration nebendran gepackt. Ich glaube, die erklärt sich von selbst, kennt man vom Sport. Es ist, wir wissen eigentlich, und ich habe das hier fett markiert, nicht tut, was ihr wollt. Wir wissen ja eigentlich, was richtig ist. Ja? Wir wissen, was gut ist, aber oft tun wir was ganz anderes. Ich mache gleich noch ein Beispiel. Die Erklärung hier von Paulus ist, in uns tobt dieser Kampf. Wir sind errettet, unser Geist ist erneuert, unser Geist ist eins mit dem Heiligen Geist, aber unser Körper sieht natürlich noch aus wie vorher, er ist zwar geheilt, aber er ist immer noch da. Das spürt man, denke ich, ist klar. Ja? Der hat halt seine Schwächen. Und das Fleisch oder der Körper will immer eins. Er will eine möglichst schnelle Befriedigung von Bedürfnissen, ja? Von körperlichen Bedürfnissen. Er will natürlich auch Aufmerksamkeit, er will Anerkennung, er will vor allem erstmal was für sich. Und das mündet dann oft in so einer Beschäftigung, weil ich muss ja gucken, wo ich bleibe. Ich muss mich erstmal um mich selber kümmern. Das ist die Einstellung des Fleisches.
Der Geist, der in uns erneuert ist, der will ganz einfach in Gottes Nähe sein, weil da ist es am besten. Und der Geist weiß ja auch, also unser Geist weiß, bei Gott, wenn ich bei Gott bin, dann brauche ich mich um nichts sorgen, denn Gott versorgt mich. Ist richtig? Gott versorgt mich. Das weiß der Geist. Ich kann mich ausruhen bei Gott, ich kann chillen im Herrn, sage ich immer, ja. Ich kann wirklich mich da ausruhen und ich bringe sogar noch Frucht, weil es ist eine Verheißung. Die Früchte des Geistes und so weiter. Ich brauche also gar nichts machen, außer beim Herrn zu sein. Und dieser Kampf, der führt eben zu so Phänomenen, das kennt ihr auch alle, auch ich, ja, dass man eben zum Beispiel, wenn man von der Arbeit oder abends heimkommt, nicht erstmal sagt, ach Mensch, jetzt will ich erstmal 4 Stunden lang Lobpreis machen für mich oder dann noch eine Stunde Bibel lesen, sondern man landet in der Regel auf der Couch oder sonst wo. Ja. Also ist jetzt nicht schlecht, auf der Couch zu sein. Ja. Also ich will diese Dinge jetzt auch nicht verteufeln. Und die sind aber, das macht es für mich so gefährlich. Bei manchen Sachen, da ist es für uns einfach. Ja, zum Beispiel Ehebruch oder jemand umbringen oder jemand beleidige, da ist gerade irgendwie böse, schlecht. Aber bei diesen Sachen, diese Ablenkungssachen, dieses Beschäftigtsein, diese Dinge, mit denen wir uns umgeben, die uns irgendwie von Gott fernhalten, die sind per se nicht schlecht. Aber natürlich, wenn sie sich häufen, nehmen sie unsere Zeit ein. Und wir haben dann keinen Freiraum mehr für diese Dinge und wir sind eben dann in diesem Hamsterrad gedrängt. Ja. Jetzt natürlich die Frage. Ich denke, den Zustand, den kennt jeder und der Zustand kann auch mal temporär sein. Ja, ich meine, man hat halt einfach mal mehr zu tun, aber er darf meiner Meinung nach nicht andauern. Er muss unterbrochen werden. Und das Wichtige ist, wenn wir darüber sprechen, was wir tun können, dass wir dieses Beschäftigtsein immer mal wieder unterbrechen. Und ich hatte echt, das war echt ganz witzig, ich war, wie gesagt, selber gerade im Hamsterrad so, da waren auch viele CVM-Termine und dann war Vorstandswochenende, das ist auch immer sehr busy. Und dann, ich hatte schon die ganzen Gedanken für die Predigt, das hatte ich alles schon, aber ich musste noch Folien machen und so weiter und dann noch arbeiten nebenher. Und ich war so am Anfang der Woche echt im super Hamsterrad einfach. Und dann habe ich gedacht, ja, ist das irgendwie schlecht, wenn ich das hier predige, ja, und habe keine Lösung, oder? Ich meine, das ist ja blöd. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, unterbrechen und habe einfach alles hingelegt und habe mich hingesetzt und nichts gemacht. Ich saß einfach da und habe gewartet, was passiert. Ja. Und das Geniale ist, und das ist, glaube ich, wirklich, das ist wirklich, für mich ist es eine Wahrheit, und ich glaube, es ist auch so eine Wahrheit, in so eine Situation spricht Gott rein. Ja. Weil ich habe gesagt, Gott sprich zu mir, ich bin jetzt da, ich mache jetzt nichts, ich gucke mal, was kommt. Und er hat zu mir eins gesagt, quasi, also ich habe das wirklich so wahrgenommen als Wort, ihr habt doch was, es gibt doch was. Für was habe ich denn den Sabbat geschaffen? Ja. Und der Sabbat, ja, den kennt man natürlich irgendwie. Ja. Der ist ein Ruhetag und der ist ein sehr heiliger Ruhetag. Der wird schon, ihr kennt die Schöpfungsgeschichte, schon da wird der Sabbat erwähnt als der 7. Tag, an dem Gott ruhte und er sprach, dass dieser Tag heilig sein soll. Das ist das erste Mal, ja, steht schon im 1. Buch Mose. Und weiter geht es auch natürlich, wie wurde das Ganze gehandhabt vom Volk natürlich, also dementsprechend, wer am Sabbat gearbeitet hat, wird hingerichtet. So war es halt im Alten Testament. Ja. Ist sehr drastisch für uns, aber so war es halt. Das heißt, da war man sehr stark motiviert, diesen Sabbat einzuhalten, sage ich mal so. Ja. Und hier sieht man auch, in Hesekiel 20,19, ich lese es nicht ganz vor, ihr könnt es ja selber lesen, auch ein ganz wichtiger Punkt über den Sabbat. Es gibt unzählige Stellen über den Sabbat im Alten Testament. Ja, also der Sabbat scheint äußerst wichtig zu sein. Und er ist eben auch, und es ist hier fettgedrückt, ein Zeichen sei er zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Also er ist heilig und er ist auch ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk, also auch uns. Jetzt wissen wir natürlich auch, später dann Jesus, der hat am Sabbat zum Beispiel geheilt. Da gab es dann ein bisschen Stress so, weil natürlich mit der Zeit wurden viele Sabbatregeln aufgestellt, was darf man genau machen, was darf man nicht und so weiter. Und ich finde das einen richtig schönen Satz, natürlich hat Jesus dann geheilt am Sabbat und er sagt eben in Markus 2,27, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, ja, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also der Sabbat dient dem Menschen. Und ich finde, das ist eine geniale Wahrheit. Der Sabbat hat von Anfang an
dieser freie Tag, diese Ruhezeit, von Anfang an war die dafür da, um uns zu dienen. Und wir natürlich, weil wir Freiheit haben, weil Jesus schon das Gesetz für uns erfüllt hat, ja, haben natürlich so viel gesagt, ja, wenn wir den Sonntag irgendwie, dann machen wir ein bisschen weniger oder was anderes oder schlafen mal länger oder so. Aber den Gedanken des Sabbat, sage ich, haben wir manchmal ein Stück weit verloren. Ja, diesen genialen Gedanken. Und das wird oft ignoriert, wird ja gesagt, ja, ist ja auch kein Gesetz. Aber es dient uns ja. Ja, es geht ja nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen, sondern dieses wunderbare Angebot wahrzunehmen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt genau am Sabbat? Was empfiehlt sich so? Das können wir auf der nächsten Folie sehen. Es gibt natürlich immer noch fundamentale Gruppen, auch unter den Israeliten. Ich weiß nicht, kann man das lesen? Also das ist ein Aufzugsschild quasi von einem Sabbat-Aufzug, Sabbath Elevator, der hält quasi in jedem Stockwerk zwischen Freitagabend und Samstagabend, was der jüdische Sabbat ist, ja, und damit man keinen Knopf drücken muss. Ja? Also das ist schon eine extremere Variante vom Nichtstun, wie ich finde. Jesaja gibt uns so ein bisschen, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung. Er sagt, tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht euer eigene Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Ich will jetzt nicht genau aufs leere Geschwätz eingehen, das ist vielleicht noch ein anderes Kapitel. Interessant ist hier, tut nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne. Ja. Also er ist gut für uns, wir dürfen ihn genießen, aber wir sollen nicht tun, was wir wollen. Hä? Ja. Also das ist natürlich, lässt viel Auslegung zu. Ja. Also für mich ist es ganz klar, es ist ein Tag oder eine Zeit oder eine Ruhezeit, die für den Herrn ist irgendwie. Und wo ich eben nicht, deswegen habe ich das symbolisch schon mal dargestellt, mich mit anderen Dingen beschäftige. Also das Erste ist jetzt nicht unbedingt auf Bergwerksarbeiten, das ist Arbeit. Ne? Kein Arbeit, kein Handy, kein Bildschirm jeglicher Art, ja, zum Beispiel. Das ist jetzt meine Empfehlung, was ich daraus deute. Es ist nicht eine Zeit, die wir mit anderem zuklatschen sollen, sondern es ist eine Zeit, wo wir ganz gezielt in die Ruhe gehen, Ruhe haben und eben den Herrn suchen. Ja. Oder einfach da sind. Weil ich behaupte mal, und ich habe selber so wahrgenommen, wenn wir das mal haben, wenn wir wirklich mal ruhig sind und nichts tun, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer für uns. Ich erinnere mich da immer an Johannes Hartl, der hat sich irgendwie teilweise in eine Ferienwohnung eingemietet, 3 Tage und nichts gemacht. Ja. Kann man sich vielleicht mal überdenken, aber ich glaube, in diesem Nichtstun, da liegt viel Kraft, weil da tun wir nichts. Und dann spricht Gott zu uns, ja. Weil wenn niemand da ist und wenn nichts da ist, ist Gott immer noch da. Wir sind immer noch in der Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte euch das wirklich ans Herzen legen, euch diese Zeit zu definieren. Ja. Und zwar fest einzuplanen. Ja. Ich glaube, es passiert einem sehr leicht, dass wir das verlieren. Dass wir quasi, ihr hört es jetzt, ja, und vielleicht sagt er, ja, das ist eigentlich gut, nichts tun, ja, das könnte ich mal machen. Ja, aber es ist wirklich so eine geistliche Übung auch, die wir immer wieder machen dürfen. Also wir dürfen dieses Angebot annehmen und meiner Meinung nach ist es absolut wichtig, um eben nicht in diesem Kreislauf des Hamsterrads drin zu bleiben, die Stille zu suchen. Und deswegen will ich euch herausfordern, das habe ich auf der nächsten Folie, 2 Sachen. Also es ist schwierig, glaube ich, für uns, erstmal, also behaupte ich mal, den ganzen Tag nichts zu machen. Ja. Und ich bin auch immer Fan davon, dass wir uns Ziele setzen, die wir auch erreichen können. aber ich will dir wirklich ans Herz legen, das ist jeder unterschiedlich. Ja. Einem gelingt es leichter, einem schlechter. Aber eine Sache, da will ich euch challengen, dass ihr wirklich euch jeden Tag eine Ruhezeit nehmt. Ja. Ich bin immer Fan von täglichen Dingen und das könnt ihr, wenn ihr es schon macht, super. Ja, und ich rede jetzt nicht nur vom Bibellesen und so, ja, ich rede wirklich von einer Zeit der Stille. Und ihr könnt gerne das in euer Handy zum Beispiel einspeichern als tägliche Erinnerung, ja, dass wir das jetzt mal wirklich machen und diese Woche jeden Tag 5 Minuten Ruhe machen. Irgendwann. Am besten nicht beim Schlafen. Ja. Ja, vielleicht noch ein praktischer Tipp, also wer einschläft schnell, einfach stehen bleiben. Ja. Da ist für manche immer noch schwer, aber in der Regel schläft man da nicht ein. Und ich will euch wirklich, das klingt jetzt einfach, aber ich habe das schon öfter mal versucht in Gruppen jeglicher Art. Ja?
Ja, Thomas weiß, was ich meine. Und es ist gar nicht so einfach. Ja. Weil wenn man es vor sich her schiebt, dann ist der Tag gleich rum und man hat wieder nur rumgerödelt. Deswegen habe ich es mir nur 5 Minuten. Ja? Wenn ihr sagt, okay, ich habe aber schon einen Ruhetag, ich will es sonntags machen, ist super. Ja? Dann aber wirklich auch Ruhe haben. Keine Arbeit, keine Ablenkung, kein Handy, keine Social Media, kein Netflix oder sonstiges, ja, in der Zeit. Und wie gesagt, ganz wichtig, es ist kein Gesetz. Wenn wir es nicht machen, dann entgeht uns was. Und richtig viel. Ja. Ich komme dann zum Schluss. Also die Band kann schon mal langsam hochkommen. Diese ständige Beschäftigung, ja, wie gesagt, das ständige Beschäftigtsein ist ein Phänomen, glaube ich, unserer heutigen Zeit, weil wir viele Möglichkeiten haben, uns ständig zu beschäftigen. Das sieht man schon allein, wenn man an einer Haltestelle ist oder in einem Fahrstuhl. Jeder hat immer das Handy in der Hand, irgendwas gibt es immer zu tun. Aber diese ständige Beschäftigung, wenn sie nicht unterbrochen wird, dann hemmt sie unsere Zeit, die wir mit Gott haben können. Damit hemmt sie unsere Nähe zu Gott. Sie hemmt damit unser geistliches Wachstum. Unser Vater lädt uns ein, dass wir in seiner Nähe Frieden finden. Es gibt oft, es wird schön in der Bibel immer formuliert, dass wir in seine Ruhe eingehen. Unser Feind ist zufrieden, wenn wir beschäftigt sind. Wenn wir mit anderen Dingen beschäftigt sind als Reich Gottes, wenn wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, als uns Gott zu nahen. Und das sage ich ganz bewusst, das kann auch genauso gut beim Gemeindedienst auftreten, ja. Wenn man so in seiner Arbeit verstrickt ist, dass man keine persönliche Beziehung mehr führen kann zu unserem Gott, dann ist es ebenso eine Gefahr. Deswegen will ich es euch ans Herz legen, halte den Sabbat, such dir deine Zeit in der Woche, irgendwann, einen Tag, jeden Tag, eine gewisse Zeit. Ich glaube, dass wir da sehr frei sind, es zu gestalten. Und ich hatte auch so den Eindruck, vielleicht fehlt dir ja aktuell dein Antrieb, deine Vision, was Gott mit dir vorhat. Ja, vielleicht fehlt dir das gerade so ein bisschen, du weißt nicht so richtig hin, oder dir fehlt Erlebnisse mit Gott, dir fehlt irgendwie diese spürbare Nähe. Dann will ich dir erst recht es ans Herz zu legen, ihn in der Stille zu suchen. Er wird sich zeigen. Das garantiere ich. Und dann kannst du diese Ruhe genießen. Es ist wirklich ein Genuss, in der Nähe des Herrn zu sein. Es ist ein Genuss, einfach da zu sein und vom Heiligen Geist irgendwie berieseln zu lassen. Es ist ein Genuss, einfach diese Ruhe zu haben. Und in dieser Ruhe kannst du wirklich diese Befreiung finden, diese Befreiung von dem täglichen Tun, dich neu ausrichten und neu durchstarten mit unserem Gott. Ja, ich sage es euch wirklich, am besten vielleicht jeden Tag genießt es, diese Zeit mit dem Herrn. Manchmal denken wir, es passt nicht in unser Denken rein, weil wir denken, wir müssen ja immer irgendwas tun. Wir müssen doch was tun, damit was rauskommt. Aber Jesus hat schon alles für uns getan. Und Gott hat gezielt genau diese Situation geschaffen, dass wir einfach zu ihm kommen können. Dass wir einfach wirklich ihn als Papa haben können, dass wir auf seinem Schoß sitzen können. Dass wir einfach da sein dürfen, weil wir sind geliebt. Jesus hat alles getan. Es gibt nichts mehr zu tun, was die Beziehung zu unserem Gott besser machen könnte, als in seiner Nähe zu sein. Darum genieß die Stille und du wirst sehen, dass der Herr dir wirklich Kraft geben wird. Er wird dir Vision schenken und ich spreche über euch wirklich aus und er wird dir einen Weg zeigen, den er für dich hat, mit ihm zusammen Hand in Hand. Amen.